Also, dann möchte ich die Zuschauer, die jetzt reingeschaltet haben oder noch da sind, herzlich willkommen heißen zum zweiten Teil der Kulturlounge, wo wir über Unternehmenskultur sprechen mit sehr spannenden GesprächspartnerInnen und Partnern. In dem Fall die Christina und der Björn von der RNV, einem großen Versicherungsunternehmen in Deutschland, welches selbige in Wiesbaden sitzen, was mich als Wiesbadener natürlich freut, die nächstes Jahr 100-jähriges Jubiläum feiern, also schon auch ein Traditionsunternehmen. Und ich bin sehr gespannt, ich weiß ein bisschen was über die Kultur von der RNV, weil wir auch immer mal Leute von euch hier haben, ne, und Büroführungen machen und so agile Workshops und so. Also da gibt es schon einen regen Kontakt. Aber heute wollen wir mal frei weg von der Seele weg plaudern und uns austauschen, wie es so aussieht, was eure Kultur ausmacht, was es für spannende Dinge gibt. Genau, ganz herzlich willkommen und cool, dass ihr dabei seid. Auch den Talk können wir nachher wieder bewerten. Der Clemens schickt nachher einen Link dazu in den Chat rein, dass ihr uns Feedback geben könnt, was immer spannend ist für uns und auch für unsere SpeakerInnen. In dem Fall würde ich das Wort mal zu euch geben, Björn und Christina, dass ihr euch vielleicht noch mal kurz vorstellt, bevor wir dann reintauchen in eure Kultur. Hi, danke für die sehr nette und charmante Einleitung. Wir freuen uns auch sehr, dass wir hier sind. Ich spreche einfach auch mal für dich. Ja. Christina, ich bin relativ neu in der RNV, das muss man immer dazu sagen, bin da im Personalbereich, ja. Ich finde, das gehört auch zu unserer Kultur, um da gleich schon mal reinzuspringen. Ich habe gestern mein Einjähriges gefeiert, sozusagen. War davor auch schon in einem Versicherungskonzern unterwegs, da aber eher operativ und bin von meinem Zeichen Ausbildung, Psychologin von der Ausbildung und eben Systemikerin. Ich glaube, das ist vielleicht zum Thema Mindset und Haltung und Kultur da das Spannende dran. Ja, und auch von meiner Seite, hallo, mein Name ist Björn. Ich bin in der Personalentwicklung als Berater eingesetzt und habe in meiner Vergangenheit mal schon Erfahrung sammeln dürfen als Führungskraft, aber auch als freiberuflicher Berater für verschiedenste Veränderungsprozesse. Und ich beschäftige mich viel hier an der Personalentwicklung mit dem Thema Agilität. Zugleich bin ich aber auch bei uns im Haus einer der zahlreichen internen Agile-Coaches und freue mich sehr hier auf den Talk heute Abend. Ja, mega, cool. Drei Agile-Coaches im Raum, das ist natürlich auch immer eine gute Sache. Da kann es nur spannend werden. Ja, dann hätte ich tatsächlich eine Einstiegsfrage, um mal ein bisschen rauszufinden, ein Gefühl dafür zu bekommen, und ich sage es so, Gefühl, wie sich das, wie eure Kultur sich präsentiert. Und ich habe mir überlegt, weil ich das auch hier ganz oft bei Leuten, die neu bei Salbert Media anfangen, so intensiv erfahre, wie ist es denn, wenn ich morgen bei der RNV anfange? Mein erster Tag bei der RNV, meine erste Woche. Woran merke ich denn, in was für eine Kultur ich da eintauche? Wie fühlt sich das an? Wie präsentiert sich das mir? Wovon bin ich denn total überrascht? Wo gehe ich raus und denke mir, boah, cool, wo ich hier gelandet bin. Wenn ihr mögt, natürlich auch, wo bin ich so, ach mein Gott, das hätte ich mir nie gedacht. Aber einfach, was ist meine erste Woche? Ich meine, Christina, du erstes Jahr, herzlichen Glückwunsch, ne? Vielleicht ist es bei dir noch sehr präsent. Aber das wäre so, das fände ich spannend. Wie taucht man ein in eure Kultur? Ja, ich glaube, du würdest erstmal ganz viele fröhliche, freundliche, offene Gesichter antreffen, ganz viele Menschen, die einfach ein großes Interesse haben zu erfahren, wer du bist, was du schon gemacht hast, was du machen wirst. Mhm. Du wirst ganz viele Einladungen für gemeinsame Mittagessen oder jetzt digitale Cafés oder sonstiges bekommen. Da bei uns einfach eine Kultur ist, die unwahrscheinlich auch viel sich auf den Menschen bezieht. Mhm. Ich glaube, so eine große, wirklich große Stärke, die wir bei uns im Unternehmen haben, ist, dass Menschlichkeit wirklich ein ganz zentraler Wert ist und du immer mit offenen Armen empfangen wirst und man auch wirklich sehr interessiert ist und dich auch wirklich in Netzwerke reinlässt. Also das ist nicht so ein Closed Shop oder so nach dem Motto, musst du halt dein Netzwerk selber erarbeiten, sondern du wirst ganz schnell mit anderen Leuten in Kontakt gebracht, weil jeder von uns, glaube ich, hat ein großes Interesse daran, dass du ganz schnell bei uns reinkommst, um einfach ganz viel Spaß und coole Arbeit mit uns zu haben. Mhm.
Cool. Ich habe auch das Gefühl, dass das immer also gefördert wird von den Führungskräften auch. Ja. Ne? Also, dass sie vom Prinzip aus sagen, nee, tausch dich mal mit dem aus, ich nehme dich in die Runde mit und das ist wichtig. Weil du es angesprochen hast, mein erster Tag. Ich bin im Personalbereich gestartet. Wir haben Open Space. Das heißt, in der Mitte so ein Stehtisch vom Großraum. Und da stand letztes Jahr ein Adventskalender, den drei Weihnachtswichte für die kompletten Abteilungen Personalentwicklung gemacht haben. Schön. Und jeden Mittag kamen vom Prinzip nach dem Mittagessen, was so klassischerweise jeder, der Zeit hat, geht mit Mittagessen oder ging mit Mittagessen, kamen alle zusammen, die gerade Zeit hatten und haben gemeinsam diesen Kalender geöffnet. Und was mir da so krass aufgefallen ist, war einmal, ich fand es eine tolle Geste, ja, da waren irgendwie drei, die sich heimlich eine richtige Mühe gemacht haben und das richtig cool dekoriert hatten mit einem Kranz und die Geschenkchen verpackt und Lichterkette. Und ich wurde als Neue, nicht am ersten Tag, aber so zweiter, dritter Tag, einfach gebeten, komm, mach doch du mal auf. Mhm. Also dieses wirklich aktiv mit reinholen, cool. Und da zu gucken, dass die Leute an Bord sind. Das ist echt total wichtig. Mhm. Und lustigerweise, ich arbeite gerade auch noch an einem Projekt mit, das sich Welcome at Hof nennt. Auch so ein bisschen agil arbeitet mit dem Mindset und das am Preboarding arbeitet. Also ja, wie hole ich Leute an Bord einen Monat oder zwei, bevor sie angefangen haben, dass sie schon ein bisschen was von der Kultur erleben. Aha. Das ist wirklich der Antritt, Infos zu kriegen und gleichzeitig die Kultur schon mitzugeben. Und ich finde das, also für mich sagt das total viel aus über dieses Willkommen, dieses Gemeinschaftsgefühl, das da echt herrscht. Preboarding ist eine schöne Sache. Das finde ich ganz spannend. Da müssen wir uns mal an anderer Stelle noch intensiver austauschen, weil wir das auch tatsächlich machen. Und da würde mich die Erfahrung interessieren. Aber es schließt sich ganz cool eine Frage vom Christian Schuster aus dem Chat an. Der fragt nämlich, habt ihr eine Du-Kultur? Ich glaube, du hast fast schon beantwortet, weil du gesagt hast, am dritten Tag sagt jemand, du willst du nicht mal antworten. Aber wie steht es denn dazu? Ist es eine Du-Kultur? Es klingt sehr warm, es klingt sehr familiär, es klingt sehr komm rein. Aber ist es eine Du-Kultur? Sie wächst, yeah. Sagen wir mal so, sie wächst. Es hätte es das vor wegen mehr 5 Jahren, wäre das noch völlig anders gewesen. Vielleicht auf der kollegialen Ebene, direkt im Team vielleicht nicht so, aber außerhalb hätte es schon länger gebraucht, bis das Du da gewesen wäre. Mhm. Heute, gerade auch wieder ganz persönlich, heute wieder mit jemandem ein Telefonat gehabt, Skype gehabt, wo wir mal ausgelotet haben, wo kann ich unterstützen, wo liegen die Bedarfe. Und wir waren nach 5 Minuten per Du, weil wir feststellen, das ist viel einfacher. Cool. So. Und es gibt auch bei uns eine echt coole Hashtag-Kampagne, die auch von unserem Vertriebsvorstand, glaube ich, gestartet worden ist, bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber zumindest auch einfach aus dem Management herauskam, mit Hashtag gerne per Du. Das kannst du dir einfach unten in deine Fußzahl mit einem Footer mit reintun, in deine E-Mails und so. Ach, cool. Und ist einfach eine Einladung, dass du es nutzen kannst. Wird unterschiedlich genutzt, aber die Chance ist da. Das heißt, ihr habt es in der Kultur ganz, ganz offensiv auch sogar angegangen, ne? Zu sagen, ich biete dir an, du kannst per Du quasi gehen. Das ist ja cool. Ein cooles Ding, ne? Und es gab keine Kampagne dazu. Also es ist nicht so, dass das Management entschieden hat, wir duzen uns jetzt und dann ging es so ein bisschen die Führungsmannschaften runter. Sondern das ist echt so ein Thema, einer hat es angefangen, alle fanden es cool oder viele Mitarbeiter fanden es cool und haben es einfach in die Fußzeile integriert. Ja, und dadurch ist so ein bisschen so Grassroot entstanden, dass eigentlich die Mitarbeiter untereinander sehr viel mehr egalitär und sehr viel mehr, also auf einer warmen Ebene, auch im Wording unterwegs sind. Ja. Und du hast angesprochen, ich würde sagen, Versicherungen an sich hatten das bisher nicht so. Da war wirklich dieses wertschätzende Sie schon sehr gelebt auch. Ja, das ist spannend. Ich habe eine Frage aus dem Chat. Ich habe es gerade gelesen. Ich bin sehr gespannt, was Sie berichten haben über die Verzahnung einer wahrscheinlich traditionellen Unternehmenskultur mit modernen, agilen Arbeitsmethoden. Ne? Da kommt auch schon agil wieder rein. Ist auch klar, wir sind bei der Tools for Agile Teams. Ja? Aber genau dieses, ne? Wie habt ihr das geschafft von dem eigentlich, also das Klischee vom Versicherungsunternehmen ist ja Anzugträger und irgendwie eher stuffig, glaube ich. Wie habt ihr das geschafft? Gibt es was, passiert sowas? Oder habt ihr handfeste Hebel, an denen ihr ziehen könnt, Knöpfe, Räder, um Kultur zu beeinflussen aus eurer Erfahrung? Also ich glaube, wir sind erstmal nur auf dem Weg. Du sagst geschafft. Ich glaube, wenn das so wäre, würden wir beide sitzen, ja, hätten wahrscheinlich schon irgendwie den Champagner aufgemacht oder keine Ahnung was, ja.
Wir sind in den Startlöchern, finde ich, immer noch. Und das muss man einfach auch sehen. Wir sind ein Unternehmen mit wirklich auch, du hast es ja angesprochen, einer wirklich auch langjährigen Tradition. Wir sind wirtschaftlich immer total solide gewesen. Mhm. Wir kennen wirklich mit eigentlich fast nur Wachstum. Ja? Und das baut aber auf, einfach auch wirklich auf ganz solide Arbeit. Das heißt, wirklich auch Projekte sind sauber durchgeplant. Ein ganz starkes, gutes Risikomanagement wird draufgelegt, dass nichts in die Hose geht. Dauert dann aber 6 Jahre, als Beispiel. So, nun weißt du selber, in der heutigen Zeit kannst du dir 6 Jahre nicht mehr leisten. Mhm. Und das ist natürlich dann schon interessant, wenn man natürlich wo ankommt und sagt, naja, das ist ja super, dass wir das so gemacht haben. Jetzt lass uns mal über kurz Iteration nachdenken, lass uns mal über MVP-Ansatz nachdenken. Mhm. Natürlich schon mal, dann treffen Kulturen aufeinander. Und das ist kein einfacher Prozess. Und das ist auch genau ein Thema, wo wir auch gerade auch von der Kulturseite her einfach auch mit drauf gucken müssen und unterstützen müssen, damit wir diesen Wandel Schritt für Schritt hinbekommen. Dann ist es überhaupt nicht trivial, aus dem einen Feld des sehr klassischen Projektmanagements wegen mir mit ganz viel Erfahrung, sich auf eine agile Reise zu begeben und mal zu sagen, na gut, wir haben zwar einen Plan, aber der ist noch nur teilausgereift und wir machen mal den ersten Schritt und schauen dann, was draus geworden ist. Das ist nicht so einfach. Also da sind wir noch wirklich am Arbeiten dran, machen unsere Erfahrungen, nutzen auch die Chancen. Ja, wir bleiben Risiken, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Und ich glaube, es hat sich viel geändert. Man sieht es im Hintergrund. Wir haben so einen Kulturflyer im Hintergrund. Vor 2,5 Jahren ungefähr hat der neue Vorstandsvorsitzende ein Strategieprogramm ins Leben gerufen oder ein Ziel ausgerufen und hat das flankiert mit einem großen Kulturprogramm. Das ist wirklich auch so kommuniziert. Das ist auch in den Flyern so enthalten, wie es damals gab. Da war ich noch nicht bei der RMV, da habe ich also tatsächlich das schon gesehen und dachte mir, Wahnsinn, von einer Durchqualifizierung zu Methoden erstmal vom Management. Also wirklich auch zu sagen, das ist wichtig, dass ihr das lernt, nicht nur agile Methoden kennt, sondern auch Change Management lernt, was ich aus einer Kulturperspektive total wichtig finde, Veränderung natürlicher zu finden. Und mit der Gründung eines eigenen Bereichs, der ganz stark ist in agilen Methoden, der dieses Mindset hat und der zwar typischerweise in der IT sitzt, wo er auch originär hergehört, aber der ganz, ganz, ganz viel macht in die anderen Ressorts rein bei uns und ganz breit vernetzt ist in das Netzwerk der agilen Coaches auch, dass sich über die Jahre gegründet, gewachsen ist und was gar nicht mehr nur, würde ich sagen, aus unserer Keimzelle raus besteht. Ne? Dieses Häppchen weiß, ich glaube, ist in meinen Augen ein guter Weg, wie wir uns auf die Reise gemacht haben. Ja, und mittlerweile sind wir auch so ein bisschen weg, dass wir das nur mit Projekten machen. Also wir sind auch ganz viel schon dabei, auch aus eigenen Initiativen heraus, das aus der Linie heraus zu starten. Mhm. Also auch gar nicht zu warten, bis jetzt irgendein Programm oder irgendwas Projekt kommt, was quasi dich mitnimmt zum Thema Agilität. Sondern wirklich einfach auch Eigeninitiativen, wo einfach unsere Manager gesagt haben, hey, das ist ein zentrales Thema, dem müssen wir uns stellen. Ja. Und angefangen haben, Dinge mit uns gemeinsam zu kreieren. Gemeinsam wirklich auch das Lernen, Führungskräfte, Mitarbeiter, alle zusammen in einem Raum und das Thema gemeinsam einfach zu bestreiten. Und das sind Initiativen, die sind echt cool, die mich auch ganz persönlich einfach freuen, dass sowas gibt bei uns. Also was ich ganz spannend finde, was ja auch rausklingt, ist, dass die Beständigkeit eines Traditionsunternehmens euch immer noch weiterhilft, ne? Weil du vorhin gesagt hast, so, das ist alles auf einem sicheren Grund und irgendwie da ist ein Risikomanagement. Das Gegenteil wäre ja, also bei Sabbat Media haben wir einen Wert, wir lieben Veränderungen. Das aus der selbstkritischen Beobachtung ist es manchmal so, dass wir uns zu schnell zu stark verändern. Ne? Uns würde manchmal ein bisschen Beständigkeit dort besser tun. Das klingt ganz spannend, als würdet ihr das hinkriegen auf das Positive von einem traditionellen Unternehmen aufzubauen, ne? Und nicht sagen, wir müssen das niederreißen, Revolution, agil, tralala, sondern wirklich das mitzunehmen. Finde ich sehr interessant. Jetzt bist du so ein bisschen im Letzten dazu gekommen, ne, dass das auch aus den Leuten rauskommt. Ich habe hier eine Frage, die ich selbst habe und die jetzt aber auch nochmal im Chat kommt. Zu Agilität, ne? Wir sind ja aus der Softwarebranche, das heißt, agil ist bei uns sehr, sehr stark mit der Produktentwicklung und der Softwareproduktentwicklung verbunden, Scrum, auch Kanban-Prozesse. Jetzt seid ihr aus dem HR, aus dem Personalbereich.
Was heißt denn Agilität bei euch? Wie die Frage aus dem Chat ist, könnt ihr was über agile Rollen bei R&V sagen? Mich würde es vor allem auch interessieren, abseits der IT, weil ich nehme an, in der IT habt ihr klassische agile Rollen, ne? Oder also klassisch agil, also Scrum und so. Aber was heißt denn das in Personal? Was macht ihr da? Also im Personal haben wir mit agilen Rollen noch nicht, oder sind wir noch nicht gestartet. Mhm. Wo wir schon einfach auch außerhalb der IT einfach mit agilen Rollen auch arbeiten, wie Product Owner, wie auch Scrum Master, oder wenn wir auch mit dem Safe arbeiten, Product Manager und so weiter, da haben wir auch schon die Fachbereiche, also die Versicherungsbereiche, die verschiedenen, es gibt einfach mit eingebunden, die sind auch diese Rollen mit drin. Also die sind da einfach schon auch etabliert. Wir lernen immer noch, weil eine Rollenbeschreibung ist erstmal leicht gelesen, aber dann ist natürlich die Frage, wie kannst du diese Rolle auch interpretieren, wie kannst du sie zu deiner Rolle machen, wie kannst du deine Haltung, wie kannst du das Mindset für dich in diese Richtung entwickeln. Da gucken wir aber auch von unserer Seite her, dass wir auch genügend unterstützende Angebote geben, und das ist schon viel etablierter. Mhm. Und in anderen Dingen, ganz ehrlich, da pfeifen wir auf Rollen. Da gucken wir im Endeffekt gerade in der Linie über die agilen Prinzipien. Welche Prinzipien sind denn die, die uns irgendwo auch helfen können, die uns quasi in dem jeweiligen Kontext wirklich einen Schritt agiler machen? Das heißt, wir lösen uns von Frameworks, wir lösen uns auch von Rollen und schauen, wie wir einfach eine Zusammenarbeit leichter, kooperativer, mehr im Füreinander-Modus einfach entwickeln können. Da lassen wir von solchen Themen wie Rollen so erstmal komplett die Finger, weil das würde in vielen Dingen, glaube ich, mehr hindern, als dass es helfen würde. Und welche sind es, welche agilen Prinzipien? Also kannst du so einen sagen oder zwei, drei nennen, wo du sagst, so das hat uns wirklich einen Schritt weitergebracht oder da hat es uns geholfen, auf agile Werte, agile Erfahrungen zurückzugreifen? Es fängt schon mal ganz einfach an bei dem einfachen Prinzip, einfach, dass du Dinge transparent machst. Ich habe das Beispiel einfach auch gehabt, dass ein Team mich gebeten hat, mal dazuzukommen, weil sie haben sich das erste Mal so eine Art Taskboard aufgebaut. Und dann haben wir ein bisschen berichtet, dass es für sie wirklich auch erstmal eine richtige Herausforderung war, dass wirklich erstmal wirklich alle Arbeit transparent gemacht worden ist. Weil das vorher nicht der Fall gewesen ist. Und dann war so ein Problem, oh mein Gott, was ist denn, wenn ich wegen mir nur zwei Kärtchen an der Wand habe, aber du hast sieben? Ja. Das geht ja irgendwie auch nicht. Weißt du, dann kommt nämlich das Thema der Menschlichkeit, das ist dann ein bisschen die Schattenseite davon. Und dann haben die einen Trick angewendet, da haben die alle Daueraufgaben, die sie auch noch haben, auch noch mit unten rechts hingehängt, dass sie sichtbar sind, weil sie sich erstmal wirklich auch vom Mindset dahin entwickeln mussten und lernen mussten, dass es nicht darum geht, was du dort an Anzahl hängen hast, sondern ob du dich wirklich voll in dein Thema reinhängst. Und das ist unabhängig von der Anzahl der Karten. Aber das war erstmal ein Entwicklungsweg, den dieses Team erstmal gehen musste. Ja. Und das sind so ganz einfache Dinge, wo man ja glaubt, die sind ganz einfach, aber sie sind überhaupt nicht trivial. Nein. Weil du eben genau aus einer anderen Kultur herauskommst und erstmal wirklich so Schritt für Schritt dich wirklich mit kleinen Schrittchen dahin entwickeln musst und schaust du, okay, wie geht's mir damit? Ist das okay? Ist das nicht okay? Und dann musst du es auch erstmal eine ganze Weile üben. Und dann darfst du eben nicht ungeduldig sein. Weil wenn du ungeduldig wirst, dann fällst du meist zurück in alte Muster. Absolut, ja. Ich habe eine Folgefrage, die auch, die sich eigentlich anbietet. Das war, hatte der Marco, nee, wer hatte das gefragt? Warte mal. Hier, Martin Lierer, wie schafft ihr es, die gegebenenfalls ältere Generation der Mitarbeiter abzuholen? Hashtag Ängste nehmen, Hashtag zu viel Veränderung. Weil du eben sagst, ne, du hast ja eben selbst gesagt, da musst du dich vielleicht auch mal hinterfragen oder so, musst du gucken, wie du mit klarkommst. Ist das eine Erfahrung von euch, dass das für ab einem bestimmten Alter vielleicht schwieriger ist oder ab einer bestimmten Betriebszugehörigkeit? Habt ihr das Thema? Kennt ihr das? Ja gut, sagen wir mal, also jetzt, wenn man sieht, unser Alter, da sind es schon in zwei Generationen. Ich glaube, es geht. Passt. Danke. Also ich erlebe es nicht so. Ich erlebe es nicht so, vielleicht auch, weil ich grundsätzlich mit der Haltung zu den Menschen gehe, dass ich weiß, dass ich Agilität eh nicht verordnen kann. Weil ich kann nicht sagen, sei motiviert, ich kann nicht sagen, sei selbstverantwortlich,
das kann ich alles nicht anordnen. Das muss in den Menschen, das muss in dem Team, das muss dort wachsen können, das muss sich entwickeln können. Und ich glaube auch gerade auch Leute, die schon lange bei der RMV sind, haben auch so viel, auch schon andere Dinge erlebt, die sie wunderbar immer auch wieder mit reinbringen können, die wir so quasi ein bisschen wieder refreshen auf gut Deutsch und vielleicht noch ein bisschen in eine andere Richtung bringen. Das ist die Frage, wie bekommen wir es hin, dass wir nochmal die einladen, ihr Potenzial voll einzubringen, was sie komplett haben, ja? Also. Und gleichzeitig würde ich schon sagen, dass wir natürlich Leute haben, die wir nicht so leicht mitnehmen oder für die das ein großer Schritt ist und auch die Frage haben, ne, warum Veränderung jetzt? Wir sind doch so erfolgreich. Ja. Ne? Also das ist echt was für mich auch die Kultur ausmacht, die immer erfolgreich war. Also mit dem Wissen, alles, was wir bisher getan haben, war gut. Und diesen Sense of Urgency, den es vielleicht in anderen Versicherungsunternehmen noch viel extremer gibt, der liegt nicht vor uns. Der schreit uns nicht an, der blinkt nicht. Und da reinzukommen und sagen, hey, ja, wie verändere ich mich und wie viel Veränderung kann der Mitarbeiter in dem Moment gerade vertragen? Ja. Und wo ist er richtig? Das ist echt nicht leicht und das ist auch echt ein totales Spannungsfeld, in dem wir uns immer wieder bewegen und das auch immer wieder klar zu Konflikten kommt. Und da habe ich eine ganz verrückte Anschlussfrage, Christina. Warum, wenn wir so erfolgreich sind, warum Veränderung? Warum jetzt? Du hast sie eben selbst gesagt. Was ist denn eure Antwort darauf? Weil es ist ja eine valide Frage, ja? Also, wenn doch, du hast es ja vorhin gesagt, Björn, es läuft eigentlich, wir sind erfolgsverwöhnt, so, ne, es läuft gut und immer auf der sicheren Seite. Ja, warum denn dann? Was ist die Antwort, Christina? Was sagst du den Leuten? Weil wir in der Zukunft nicht mehr so erfolgreich sein werden, wenn wir weiter so arbeiten, wie wir jetzt gerade arbeiten. Weil wir wissen, dass die Menschen, die Kunden, das Umfeld, der Markt sich ändert und wir jetzt noch die Möglichkeit haben, nicht getrieben zu sein, sondern zu agieren. Und das zu sagen, jetzt können wir lernen, jetzt haben wir noch irgendwie die Luft dazu, mal was auszuprobieren und auch mal ins Wasser zu fallen oder ne, mal in die Pfütze zu treten und festzustellen, hups, nächstes Mal ziehe ich mir dann doch einen Gummistiefel an. Aber ohne dass tatsächlich ich den ganzen Winter eiskalte Füße habe. Und ich finde, das ist echt eine Stärke, in der wir noch stecken und die uns die Möglichkeit gibt, ein gewisses Maß den Druck eigentlich rauszunehmen, um wachsen zu können. Mhm. Gleichzeitig aber ja auch mit dem Ziel, Leute, wir wollen ein bisschen mehr Time to Market haben. Ne? Der Björn hat gesagt, 6 Jahre, das ist fast der Zyklus eines Autos, den wir entwickeln gerade. Ne? Und die sind ja schon unglaublich lang. Also da dieses Spannungsfeld reinzubringen und mehr in eure Kultur zu gehen. Du hast gerade so gesagt, ne? Veränderung ist immer, glaube ich, hast du gesagt. Ja, wir lieben Veränderung, ja, genau. Und ich muss so schmunzeln, weil eines unserer Werte ist solide und genossenschaftlich. Und dieses Traditionelle und dieses Ruhige und als Spannungsbogen dahin dieses Begeisternde. Und darin steckt dann sozusagen der Haken dran zu sagen, jetzt bewegen wir uns, weil wir wollen begeistert sein von der R&V und wir wollen uns begeistern und den Kunden. Ne, so. Genau. Ja, spannend. Da steckt auch so diese Emotionalisierung drin. Ne? Das heißt, die wollt ihr auch nach innen, höre ich so raus. Das ist ein Teil eurer Kultur, dass ihr auch MitarbeiterInnen begeistern wollt, ja? Ja, klar. Ja, cool. Natürlich. Also wenn du nach innen nicht begeistert bist, wie kannst du nach außen begeistern? Also wenn du deine eigenen Werte nicht irgendwo vertreten kannst und leben kannst, wie willst du sie den Kunden zeigen? Und das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn du nach außen hin, wie wir den Slogan hast, du bist nicht allein und nach innen dich komplett irgendwie alle wegschieben und abkapseln würdest oder keine Ahnung was oder keine Mitmenschlichkeit, kein Mitgefühl zeigst mit Kollegen, denen es jetzt vielleicht auch im Homeoffice nicht so gut geht, weil sie einfach eine belastende Situation haben durch enge Räume, pflegebedürftige Verwandte, Angehörige, Kinder, keine Ahnung was, ja. Also das muss passen. Sonst wirst du ganz schnell entlarvt, glaube ich. Wenn du nur eine Maske aufsetzen, tust du als ob. Ja, das heißt Authentizität, höre ich daraus, ist ein Ding. Okay. Ja. Aber also auch ganz spannend, ne? Björn, du hast gesagt, du bist nicht allein. Ne? Ja. Das ist ja das, der Markenauftritt auch, unter dem die R&V seit jetzt fast einem Jahr unterwegs ist und auch stärker seitdem wieder in den Medien unterwegs ist. Der aber nach außen einen starken Auftritt hat, aber der nach innen auch flankiert wird
durch 6 in deutschen Versicherungssprechtugenden, die entwickelt wurden, die abgeleitet sind aus den Werten, die wir haben und die wir nach außen ganz stark tragen, also die in unseren Markenversprechen stehen, aber die wir auch für uns als Mitarbeiter leben wollen. Ja, wollt ihr sie nennen? Ich fände es spannend, die 6 Tugenden. Ich weiß gar nicht, ob ich auf alle komme. Ich komme auf kundenorientiert, wertschätzend, gemeinschaftlich. Respektvoll? Ja. Aber ich kriege sie nicht alle zusammen. Ich krieg sie nicht hin. Alles gut. Ich wollte euch nicht tun, wenn ihr mich nach unseren 8 Unternehmenswerten fragt, dann komme ich auf 5. Nee. Aber, ich kenne es, ja. Genau, aber dieses, aber einfach, dass ihr ein Gefühl dafür habt, ne? das war so die Idee dahinter. Ja. Das ist schon die Idee, wir stellen den Leuten was an die Seite und geben eher von der Idee her die Möglichkeit, sich das zu nehmen und anzuschauen, wie kann ich das bei mir im Team verankern, wie kann ich Werte und Kultur da drin tragen. Und das ist für mich so eine Ganzheitlichkeit, die da immer mitschwingt und die für mich auch so eine Veränderung im Alltag dann hat. Ne? Also im Miteinander und im Miteinander agieren. Und das, da hat sich die R&V, finde ich, sehr auf die Reise gemacht. Ja, und damit auch, aber auch sozusagen den Ball ins Feld gebracht, dass man nicht jetzt wartet, dass von oben etwas kommt, sondern der Ball liegt auch vor deinen Füßen. Du hast in verschiedensten Dingen die Möglichkeit, dich selber komplett mit einzubringen, dich diesen Dingen anzuschließen und zu machen. Und nicht zu warten, bis irgendetwas vorbeikommt, dich ein Projekt abholt oder keine Ahnung, was passiert. Also da bekommst du bei uns, finde ich, unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, auch darüber hinaus dich zu engagieren. Also als wir damals diese Kultur begonnen haben, haben wir erst mal im ersten Jahr ganz klar das Thema Kundenbegeisterung im Mittelpunkt auch gehabt. Und dann haben wir wirklich Kundenbotschafter und Kulturbotschafter auf den verschiedensten Standorten gehabt, die wirklich dann angefangen haben, haben ihre eigenen Communities gegründet und so weiter. Okay. Und dieses Thema mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen einfach weiterzutragen. Ja? Also da ist auch ganz viel, also wirklich grassroots-mäßig fast schon einfach dann passiert. Ja. Und ich finde echt, ja, immer das Wichtigste ist, wenn ich Kultur verstehen will, dann muss ich darüber reden. Also Kultur ist ja nichts, was ich jetzt erstmal so im ersten Blick sehe, sondern das ist was ich erlebe, wie du mit der Eingangsfrage hattest. Wie erlebst du es? Du erlebst es, weil du reinkommst und es manifestiert sich natürlich im Gebäude. Es manifestiert sich in Ausdrücken von Statussymbolen oder Einrichtungen, aber es ist erstmal was dir nicht bewusst ist und wofür du erstmal eine gemeinsame Sprache finden musst. Und das ist spannend. Ja, übrigens nochmal kurz den Rückschlag zu den Werten zurück. Gerne. Die sind entwickelt worden in Interviews mit den Mitarbeitern. Cool. Und Teams, ne? Also so, wo man sie gefragt hat, was ist für euch die R&V? Und dann haben sie gesammelt und aggregiert und Wolken gebildet und daraus dann ein Aggregat gebildet. Ja. Ich glaube, das ist the way to go. Ich hatte mal vor einiger Zeit hier auch so einen agilen Workshop, haben es Leute besucht und denen wurden vom Vorstand Werte mitgegeben, die sie jetzt mal bitte in die Kultur umsetzen wollen. Puh, die haben mir echt leid getan. Das ist kein schöner Auftrag, ja. Sagt mal, wie ist denn, was ist denn so die Gruppendynamik bei euch? Weil du vorhin Teams gesagt hast, Christina, was ist denn die kleinste funktionierende Zelle? Ist das das Individuum? Ist das ein Team? Ist das eine Abteilung? Also wo findet denn auch Subkultur statt? Das finde ich immer spannend, so wenn man in ein Unternehmen reinschaut oder in eine Gruppe. Versteht ihr, was ich meine? Ihr seid jetzt 16.000 Leute, habt ihr gesagt oder so, gell? Weil insgesamt, aber in Wiesbaden irgendwie 4.000, 5.000, 6.000 so. Aber wer ist denn, wenn ich jetzt reinkomme, wieder mein erster Tag, wer ist denn meine Crew? Wie groß ist die? Sind das 30 Leute, sind das 50, sind das 10? Wer sind meine Peers? Das ist komplett unterschiedlich. Du hast also Gruppen, ja, die sind wirklich mit 5, 6 Leuten unterwegs. Du hast aber auch Gruppen, die haben 20 und mehr Leute manchmal. Das hängt sehr von dem Geschäft ab, was du machst, in welchem Bereich du bist, was deine Aufgabe ist oder so. Ja, und du, also ich musste an mich jetzt gerade denken, meine erste Crew waren 2 Abteilungen. Meine Abteilung, in der ich bin, Managemententwicklung, und die Personalentwicklung, in der du bist, weil wir im Open Space zusammensitzen. Ja. Okay. Und weil das für mich von Anfang an waren, wart ihr meine Kollegen, die da waren, neben denen ich gesessen bin, und die automatisch 30 Leute waren. Das war von Anfang an meine Crew. Und ich denke dann, ich habe gerade an den einen Kompositbereich bei uns gedacht, die sehr viel Schaden und Sachbearbeitung machen, die 1.500 Leute sind, also
riesig, deutschlandweit vertreten, die in den letzten 2 Jahren aber ganz starke Bereichsentwicklung, also Organisationsveränderungen gemacht haben, inklusive Wertarbeit. Mhm. Die haben im kompletten Bereich mit den 1.500 Leuten über Achtsamkeit gesprochen, Resilienz, über Werte, was treibt uns, und die haben eine unglaubliche Community, auch auf Instagram, da bloggt der Bereichsleiter, da bloggen die Mitarbeiter, die haben sich eigene T-Shirts gedruckt im Layout. Da ist ein Feuer und eine Identifikation drin, die wiederum größer ist als die eigene Einheit, ne, als die Crew, aber nicht die R&V ist. Aber man lässt sie auch machen, höre ich daraus, weil ich habe eine Frage hier aus dem Chat von Christian Schusterer. Habt ihr teilweise in Klammern agile Budgettöpfe, um sowas zu finanzieren, Experimente, Plattformen, Entwicklung von Produkten? Habt ihr, also ich höre schon sehr stark raus, es gibt ein Okay mindestens oder vielleicht auch einen Willen, jetzt solche Formen auch durchzusetzen, aber oft hört es ja dann beim Geld auf, ja. Da hört der Spaß auf. So, ja, hier, wir bräuchten jetzt mal irgendwie einen halben Tag oder einen Tag Open Space mit 40 Leuten. Was soll das kosten? Ja, nee, das geht nicht. Aber wie ist es bei euch? Wie einfach ist es quasi, sowas dann auch, was auch Geld und Zeit kostet, einfach zu machen? Also meine Erfahrung ist, wenn die Idee zündend ist, man die Idee auch gut platziert, dann habe ich hier ganz selten nur irgendwo, dass man gehört, nein, das ist zu teuer. Das muss ich wirklich sagen. Also wenn du dein Budget nicht bekommen hast, dann war es vielleicht echt noch zum falschen Zeitpunkt mit der falschen Person vielleicht gesprochen. Aber ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe Projekte freigegeben bekommen, wo ich mit agilen Projekten oder teilagilen Projekten eine Begleitung organisiert habe, sodass wir mit den Projekten lernen konnten, was müssen wir eigentlich in eine gute Product-Owner-Qualifizierung reintun an Inhalten. Da hatte ich komplett, würde ich grünes Licht von meinen Chefs und Chefin bekommen, das auszuprobieren und mal 3 Monate sowas zu tun, was zu erforschen. Ja, und wenn wir in Richtung Skalierung denken, ne, und auch sagen, wir drehen jetzt nicht nur in der Einheit, wie organisiere ich mich agiler, sondern wirklich Strukturen übergreifend denken, da brauchst du ja auch die notwendige Flankierung. Und da erlebe ich, die Kultur schlägt das Budget, nämlich Mitarbeiter fokussiert. Ne? Ja. Also wir gucken, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen, dass die an Quali das bekommen, dass die unterstützt sind, dass die auch laufend unterstützt werden. Ne? Also nicht mal was reinkippen und ihr lauft dann schon, sondern dass das irgendwie andauernd ist. Da ist schon ein großer Wunsch auch vom Management da und in die Bereitschaft auch zu investieren. Und vielleicht noch ergänzend auch ein sehr schönes Beispiel. Wir haben ein Produkt bei uns, das heißt Agiles Basiscamp. Da geht es sehr viel um das Thema Mindset. Und das ist mal von einem Bereich, also von einem Kostenstelleninhaber gekauft worden für sich selbst, also für die eigene Nutzung, aber nicht nur für seine eigene Abteilung, die er hatte, sondern hat es größer gemacht. Er hat alle Schnittstellenabteilungen, mit denen er irgendwo interagiert, hat er mit eingeladen. Mhm. Das heißt, er hat von vornherein gesagt, ich weiß, es ist ein Thema, wir müssen das lernen, wir müssen uns darauf vorbereiten, um zu wissen, was das ist und wie das geht. Es macht aber gar keinen Sinn, wenn ich es nur alleine lerne. Mhm. Das heißt, ich öffne auch quasi ein bisschen teilweise mein Budget mit, dass meine Schnittstellen auch mitmachen können, sodass wir das Thema von vornherein gemeinsam lernen und nicht separat irgendwo lernen. Mhm. Das heißt, die haben es einfach geschafft, sehr schnell die gleichen Verständnis von Agilität zu haben, die gleiche Sprache zu haben, gemeinsame Erlebnisse, Erfahrungen zu haben, auf denen sie in der Zukunft in der Schnittstelle, im Network zusammenarbeiten können. Also da ist auch ganz viel Initiative mit dabei, wo auch andere sagen, klar, okay, ich habe sozusagen die Möglichkeit, das Budget einzusetzen, und das mache ich nicht nur egoistisch für mich, sondern das kann ich auch mit anderen irgendwie teilen. Es spricht ja auch für die Kultur, dass man über den Tellerrand ein bisschen schaut. Ne? Wir haben es im Vorgespräch gestern ein bisschen drüber gesprochen, was mich so irgendwie auch nochmal so positiv bestärkt, auf die R&V zu gucken, ist, dass ihr gesagt habt und auch so betont habt, ich glaube, Christina, du hast es heute auch nochmal gesagt, es ist genossenschaftlich. Ne? Und das macht es dann, also das ist vielleicht dann auch was von oben runtertröpfelt, wenn da eben keine irgendwie AG und Rendite-Geier dahinter sitzen, ja, dann ist es wahrscheinlich
runder, ja, weil eben nicht oben jemand sitzt, der sagt, ja, können wir kein Geld für ausgeben, was macht denn mit der Rendite so? Von daher, dieser genossenschaftliche Gedanke, den finde ich auch immer spannend, den er so vorbringt, ja. Auf jeden Fall, wir sind ja auch ganz stark mit den genossenschaftlichen Banken, ne? Also ich kenne sie aus meiner Kindheit noch als Raiffeisenbanken verbunden und stehen da auch in der Verantwortung, ne? Wir gehören auch den Genossenschaften und damit gehören wir den Mitgliedern der Genossenschaften und sind da auch für ein gutes Geschäftsergebnis verantwortlich, das auf jeden Fall, aber nicht vor dem Hintergrund, dass wir jedes Jahr ein Investment Präsentation haben und uns irgendwie mit einem Pitch am Aktienmarkt präsentieren müssen und gucken, wie unser Kurs wächst oder nicht. Und das macht so eine langfristigere Denke möglich. Ja. Finde ich. Ja. Also auch den Mut mal zu sagen, ja, wir probieren es aus und wir machen es mal und wir gucken. Ne? Also das ist dieses Solide wieder, das da mit in den Genossenschaftlichen auch mit drin steckt. Und das irgendwie, ich finde das cool, die Mischung, die wir gerade haben. Ja. Mit den jungen Leuten und vielen, die so im Geist Bock haben, was zu machen und mal was anderes auch auszuprobieren, nicht nur in dem alten Versicherungsdenken oder in den alten Aktuardenken zu bleiben, sondern wirklich was zu reißen und sagen, also eine Bereichsleiterin von uns hat das gesagt, sie findet den Laden so cool, sie gibt jetzt ihre Rolle auf und sie geht in die skalierte Agilität mit rein. Ja. Und sie kann das mit umsetzen, weil sie sagt, sie findet den Arbeitgeber so cool mit den Leuten, sie will das voranpushen, damit der zukunftsfähig ist. Das klingt super. Wir sind 3 Minuten, sowas haben wir noch 4. Deswegen möchte ich so das letzte Thema anschneiden, was auch eine Sache aus dem Chat war, aber ich hatte es mir auch vorher notiert, deswegen gebe ich es mal von mir rein. Vielleicht kommen wir zur Chatfrage dann auch noch. Was ich gemerkt habe bei Cybert Media Anfang diesen Jahres, so um den 29. Februar rum, war, was wir für eine Kultur haben, weil Corona. Also das war wahrscheinlich wie bei allen Unternehmen in Deutschland und vielen weltweit eine Herausforderung. Und ich habe gemerkt, wo unsere Kultur cool ist und ich habe gemerkt, wo unsere Kultur vielleicht noch zu lernen hat. Wie war das denn bei euch? Wie ist denn R&V mit Corona umgegangen? Wo habt ihr gemerkt, was die Kultur mit so einer Krise macht oder so einer Herausforderung? Boah, für mich war das, ich war da ja noch nicht so lange dabei, so 2-3 Monate. Und dann hieß es von einem, also mit so ein paar Tagen Vorankündigung, Leute, bleibt nicht zu Hause, die können, sondern die R&V geht komplett ins Homeoffice. So, wir hatten 2000 Remote-Lizenzen, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt. Wir sind 16.000 Leute. Da dachte ich mir schon so, okay, wir gucken mal, wie stabil das alles läuft und wie es läuft. Und dann sind tatsächlich durch jedes Büro, ich war da noch im Büro anwesend, Probezeit und so, und dann sind die rumgelaufen und haben die Schlösser von den Bildschirmen abgeschlossen, von den Dockingstations. Und die Ansage war, nehmt euch jedes Material mit nach Hause, das ihr braucht, um von zu Hause zu arbeiten. Wir haben euch übrigens noch die Verbindungskabel zwischen den Laptops und den Bildschirmen bestellt. Die könnt ihr am Empfang einfach abholen. Bitte jeder nur ein Kabel. Und dann konnte man sich alles mit nach Hause nehmen. Ich habe mir einen Schreibtischstuhl mit nach Hause genommen. Ja, ja. Und das war nicht echt, wo ich dachte, wow, okay, ja, also alles, also, was... Unbürokratisch, unkompliziert, das spricht ja eigentlich schon für zumindest mal den Veränderungsmindset, ne, der im Agilen drinnen ist, so, es ist, was es ist, wir müssen halt mit klarkommen. Ja, schön. Mhm. Ja, ich glaube, du kannst wirklich sehen, die Verbundenheit der Leute, die sich wirklich nochmal... Ich glaube, noch mal mehr angestrengt haben, als sie es eh schon tun. Also es war ein unwahrscheinlich starkes, noch mehr Engagement da, eine große Rücksichtnahme auf der also bezogen auf die ganze Situation. Ich denke, es war echt ein starkes Zeichen, dass alle gesetzt haben, dass sie sich der ganzen Sache auch erfolgreich, aber auch konstruktiv stellen können. Ja. Super. Und gleichzeitig haben wir eine Kultur, um jetzt auch mal so ein bisschen zur anderen Seite zu kommen, die sehr genau arbeitet. Ne? Also risikominimierend, das ist uns total wichtig. Und wir arbeiten einfach genau und intensiv. Mhm. Was auch heißt, im Homeoffice habe ich niemanden, der mal sagt, sag mal, du sitzt seit 4 Stunden da, jetzt mach mal Pause. Ja. Sondern ich arbeite einfach und ich bin dann vertieft und ich mache alles genau. Das heißt, ich stimme mich auch mit ihm ab und habe im Zweifel sehr viele Meetings. Und also ich war vorhin in der Keynote eine von denen, die in definitiv mehr als 20 Stunden die Woche ist. Ja. Bei mir sind es eher 35, würde ich sagen. Auch so, ja.
und wo ich mir dachte, ja, und ich glaube, da können wir schon auch noch zukunftsgerichtet an der Kultur arbeiten, denn wir können auch nicht immer alles 1000%ig machen. Und das ist, ne, das ist, das gehört zum Lernen nicht dazu. Und da zu sagen, okay, wen kann ich mal weglassen und wo geht es schneller vorwärts, das ist echt was, wo ich glaube, das ist auch Kultur, das finde ich auch gleichzeitig gut, das ist unser Erfolg, aber das ist auch was, wo ich finde, da kann noch was wachsen. Ja, also wir haben auf viel, ganz viel Strecke vor uns. Ja. Letzter Satz, Björn, dann müssen wir ganz raus. Viel Strecke vor uns, einfach auch zu lernen, dem Tempo des Wachstums und des, der Entwicklung auch einfach diese Zeit zu geben. Ja. Und nicht zu gucken, dass man was pusht, sondern manchmal auch etwas sich ziehen lässt. Ja. Ich glaube, das können wir noch gut lernen. Das ist doch eigentlich auch schön, wenn man weiß, dass man noch auf der Reise ist. Wie langweilig ist es anzukommen, oder? Da passiert nichts mehr. Voll cool. Ey, vielen Dank für das spannende Gespräch, Björn, Christina. Ich habe ein sehr positives Bild von der R&V. Das hat sich nochmal verstärkt. Von daher danke ich euch. Wir bleiben in Kontakt, weil ich glaube, wir können immer viel voneinander lernen. Ja. Sehr cool, dass ihr bei diesem kurzweiligen Format mitgemacht habt. Danke an alle. Genau, an alle auch, die im Chat mitgemacht habt. Ich habe euch auch den Chat mitgeschnitten, das heißt, das kann ich euch nachher schicken, was da für spannende Fragen waren, weil einiges, was wir jetzt nicht behandelt haben. Genau, und in dem Sinne würde ich den Raum freigeben für die nächsten. Alle Zuschauer und ZuschauerInnen bitte noch abstimmen und Rückmeldung geben, Feedback für uns, wie ihr den Talk fandet. Danke euch.